Der nächste Testtag im Renault Zoe und wie Sie hören, hören Sie nichts. Und das ist eben ein Nachteil bei Elektroautos, da eben kein Verbrennungsmotor werkelt, ist auch nichts zu hören am Auto. Und das ist in Sachen Fußgängerschutz schon ein Problem, denn die Fußgänger gehen nicht beiseite, weil die hören sie nicht. Und nur so ein rollendes Auto bewegt einen Fußgänger auf einem Supermarktparkplatz noch lange nicht dazu, seinen Wagen vor ihrem Auto wegzunehmen. Aus diesem Grunde haben sich die Renault-Ingenieure auch was einfallen lassen, nämlich einen sogenannten Soundmodulator. Das heißt, am besten ich zeige es Ihnen mal von außen. Wenn ich also mit einem Renault Zoe über den Parkplatz fahre, losfahre, klingt das ohne Soundmodulator so. Von Haus aus ist der Soundmodulator eingeschaltet. Ein- und ausschalten kann man über diesen Taster. Jetzt ist er an und wenn ich jetzt losfahre, klingt es mit Soundmodulator so. Ist so ein bisschen eine Mischung zwischen ICE und UFO und bewegt nicht wirklich jeden Fußgänger, sich vom Auto fernzuhalten, wenn er losrollt. Aber als erste Idee für ein bisschen mehr Fußgängerschutz ist es schon ein erster Schritt.